Herzlich willkommen im Sendezentrum zu unserem letzten schönen kleinen Abschlusstag. Wir haben den Plan mal ganz dolle umgeschmissen, aber mir wurde von dem lieben Bruder auch gesagt, ich ist meine Assembly, ich darf hier machen, was ich will. Das habe ich getan und habe die Leute hier einfach mal auf die Bühne gesetzt. Wenn ihr da seht, das ist die, oder zumindest Vertreter der Cultural Common Collecting Society. Wir haben sie kennengelernt letztes Jahr, als sie, glaube ich, ihren ersten Podcast aufgenommen haben auf dem Kongress, und da haben wir auch schon insofern Hilfestellung gegeben, als wir uns euch unsere Leute hingeschickt haben. Genau. Ich erinnere mich. Und umso mehr freut es mich, dass ihr jetzt hier sitzt. Wir sehen den Danny Bruder, den Mike Michalke und den Christoph Scheidt. Nein, Markus Lorenz. Wir uns genau falsch rum. Verzeihung. Der andere schläft noch, wurde mir zugetragen. Nein, Christoph hat heute das Markus-Kostüm an. Ja, genau. Ah, noch besser. Und die drei geben euch jetzt einen kleinen Rück- und Ausblick auf das Jahr und bieten euch offensichtlich Wintervorrat für das kommende Schneegestöber, das euch erwartet, wenn ihr hier rausgeht. Viel Spaß! Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Sendezentrum des 31C3. Der notorische Kongress, wir werden ihn alle in Erinnerung behalten als der Kongress, an dem wir erfahren haben, dass SSH jetzt auch kaputt ist. Also keine Arbeiten am Server heute. Nichtsdestotrotz, wir machen hier heute die 11. Ausgabe unseres C3S-Podcasts, Cultural Comments, also kulturelle Kommentare. Es ist sehr schön, euch alle hier willkommen zu heißen. Es ist total toll, hier auf der Bühne zu sitzen. Mike und Markus werden heute die ganze Zeit erzählen müssen, nachdem ich mit diesem Intro fertig bin. Ich stelle da nur noch blöde Fragen. So, wie sieht's denn aus, Mike? Es ist ja eine Menge passiert im letzten Jahr. Das kann man sagen, ja. Genau, wir haben ja gestern eine Vorstellung gemacht, beziehungsweise eine selbstorganisierte Session, um mal so ein bisschen zu erzählen, was wir so im letzten Jahr alles getrieben haben. Und das in etwas modifizierter, abgewandelter Form machen wir jetzt nochmal. Auch hier mit visuellem Touch diesmal. Fangen wir doch mal an. Was ist denn nach dem letzten Kongress so passiert bei der C3S? Sollen wir vielleicht erstmal kurz für alle erklären, wer die C3S überhaupt ist? Also vielleicht hören ja auch Leute zu, haben sich zugeschaltet an ihren Störfunkempfängern und wollen erstmal wissen, wer hier überhaupt redet. Genau, das ist doch super. Nur ganz kurz zusammengefasst, die Abkürzung C3S steht für Cultural Commons Collecting Society. Wir sind, oder wir wollen werden, eine europäische Verwertungsgesellschaft für Musikwerke, also als Alternative zur GEMA dann agieren. Das Projekt gibt es seit 2010 und nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, möchten wir bei der Staatsaufsicht, dem Deutschen Patent- und Markenamt, den Antrag auf Zulassung stellen. Das heißt, dann sind wir irgendwann 2016, wenn alles nach Plan läuft, zugelassen und können dann halt wirklich als Konkurrent neben der GEMA auftreten. Wir möchten Urheberrechte an Musikwerken vertreten, also die Kompositionen und die Liedtexte. Neben dem klassischen Copyright, das die GEMA vertritt, geht es bei uns auch um Creative Commons Lizenzen, also nicht exklusiv, sondern als Option. Wir finden, dass sowohl die Entscheidung, ob ein Musikwerk überhaupt von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden sollte oder nicht, als auch die Frage, unter welchen Lizenzbedingungen soll das passieren, sollte immer und durchgehend eine individuelle Entscheidung der Urheber sein und nicht irgendwie strukturell vorgegeben von der Verwertungsgesellschaft. Wir sind organisiert als europäische Genossenschaft und das hat auch automatisch zur Folge, dass bei uns die Urheberinnen eben diejenigen sind, die entscheiden, was passiert, weil automatisch jeder Genosse, der bei uns Musikwerke vertreten lässt, auch eine Stimme hat. So viel nur in ganz kurz. Die wichtigste Meldung vorab, letzte Nacht ist eine neue Crowdfunding-Aktion von uns gestartet, der Wintervorrat. Es wird eisig kalt und wir müssen irgendwie die Schneestrecke überwinden, bis wir dann tatsächlich zugelassen sind. Bis dahin haben wir nämlich gar keine eigenen regulären Einnahmen. Und wie wir vor einigen Wochen erfahren haben, gibt es in Nordrhein-Westfalen Probleme mit einer Haushaltssperre. Wir kriegen
ungefähr 185.000 Euro an Fördermitteln von NRW, müssen den gleichen Teil in Eigenmitteln vorhalten und müssen das Geld quasi erstmal aus den Eigenmitteln bezahlen. Und dann können wir einen Antrag stellen, dass wir die Hälfte davon zurückerstattet bekommen. Und die Haushaltssperre sorgt jetzt eben dafür, dass es mit dieser Rückzahlung etwas länger dauert. Und wenn das halt ein paar Monate ins Land geht, dann wird das halt mit den Eigenmitteln auch irgendwann eng. Und dafür haben wir jetzt halt, um das zu überbrücken, diese Wintervorrataktion gestartet. Findet ihr im Internet unter wintervorratc3s.cc. Schaut euch das mal an und helft uns, dieses Loch zu füllen. Die Aktion läuft erstmal befristet bis zum 31.01. Jo. So. Das hast du aber sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ja, sag das weiter, ne? Denn das ist ja hier eine Do-it-yourself-Geschichte. Also von ganz unten bis nach ganz oben komplett selbst organisiert, durchgezogen und nur mit der Community zu machen. Das heißt also, wir sind ihr und ihr seid wir. Ihr kennt das Spiel ja. Ne? So, genau, wir hatten ja in den letzten zwei Jahren hier auch schon Vorträge gehalten und haben in diesem Jahr, wie gesagt, eine selbstorganisierte Session gemacht, die auch sehr ganz gut besucht war, sag ich mal. Und da habt ihr ja schon mal so ein bisschen darüber erzählt, was wir in diesem Jahr alles gemacht haben. Du hast ja die Fördermittel von NRW erwähnt. Wofür genau bekommen wir die denn? Die Gelder gibt es für ein Innovationsprogramm, also das ist ein Innovationsförderprogramm, was aus EU-Mitteln bezahlt wird und es geht im Wesentlichen um Softwareentwicklung. Also wir müssen, um als Verwertungsgesellschaft den Antrag auf Zulassung zu stellen, die gesamte Infrastruktur schon fertig haben, die man braucht, um dann tatsächlich die Verwertung machen zu können. Und so eine Infrastruktur kann man halt schlecht irgendwo mal eben einkaufen, weil es gründen sich nicht so oft Verwertungsgesellschaften. Deswegen sind unsere Bedürfnisse da sehr speziell. Das heißt, das muss man sich selbst bauen. Gerade wenn man die Dinge ein bisschen anders machen will. Wir sind offensichtlich die erste Genossenschaft, die in Deutschland Verwertungsgesellschaft werden will. Da muss auch das Deutsche Patent- und Markenamt, was uns dann zulassen, muss erst nochmal genau prüfen, was sind da eigentlich für Voraussetzungen und so weiter. Also das gibt es alles so nicht, was wir brauchen. Deswegen muss das selbst gebaut werden. Und wir haben dann letztes Jahr den Zuschlag bekommen, beziehungsweise eigentlich schon vorletztes Jahr, aber letztes Jahr, ne? Wir sind noch in 2014. ist jetzt gerade so hier der Graubereich, Konfidenzintervall. Ups. Genau, wir haben den Zuschlag bekommen für diese 185.000 Euro Fördermittel und Bei diesem Softwareentwicklungsprojekt, was dort gefördert wird, geht es um ein recht innovatives Projekt. Dazu sagen wir auch gleich noch mal ein bisschen was Genaueres. Aber der entscheidende Punkt für uns ist, dass um dieses Innovationsprojekt umzusetzen, eigentlich alles auch gebaut werden muss, was man für so eine Verwertungsgesellschaft braucht, also der Unterbau untenrum. Und insofern war das halt eine gute Gelegenheit, dieses Bauprojekt darüber gleich mitzufinanzieren. Also es geht dann um die Anmeldung von Musikwerken und das Zählen von der Nutzung von welche Musikwerke wurden genutzt und so weiter. Das entsteht da jetzt gerade alles. Ja, super. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal abtauchen und die komplette Präsentation abfahren. Ja, für uns ganz, ganz besonders wichtig, aus einer psychologischen Perspektive, wenn man so will, wir finden nicht mehr nur zu Hause im Homeoffice und im Internet statt, sondern wir haben tatsächlich eine eigene Geschäftsstelle, die wir Anfang 2014 bezogen haben. Wir sitzen im Düsseldorfer Gerresheimer Bahnhof im Dachgeschoss. Das ist ein historisches Bahnhofsgebäude, das älteste noch stehende Bahnhofsgebäude in Deutschland. Das, was ihr hier gerade seht, ist das Firmenschild, was draußen prangt. Also es macht auch einen sehr professionellen Eindruck, was wir da gerade starten. So sieht das Gebäude von der Eingangsseite aus. Unser Treppenhaus, da bekommt man schon so einen Eindruck, wie alt das alles so ist. Das ist übrigens der fertige Zustand. Wir bekommen immer wieder Besuch und dann fragen Leute, ja, wird das noch gemalt? Aber der Architekt meint, nee, das ist so, so soll das aussehen, dass es halt irgendwie so ein bisschen so einen benutzten Eindruck hat. Wenn man bei uns oben rausguckt abends, dann kann man über Düsseldorf schauen und sieht das alte Glasmacherviertel mit so einem beleuchteten Turm.
Und im Februar haben wir dann nach sehr langen Aufbauarbeiten in dem Büro, das war alles irgendwie noch im Rohbau am Anfang, wir mussten uns eine eigene Küche reinbauen und so weiter, dann eine Einweihungsparty gefeiert mit Live-Musik, alles Creative Commons natürlich, war sehr gut besucht, hatte unglaublich viel Spaß gemacht und wir hatten da echt so das Gefühl, so jetzt sind wir an irgend so einem physikalischen Ort angekommen, wo halt wirklich die C3S ist, das ist nicht mehr bei mir auf dem Computer nur. Also aus einer total wahnsinnigen Idee wurde plötzlich etwas, was in der Welt steht und was Leute betreten können. Noch mal so ein paar Bilder, wie wir das ausgeleuchtet haben und die ganzen Möbelstücke, die man da sieht, die sind durch einen Aufruf, den wir hier letztes Jahr bei unserem Vortrag gemacht haben, zusammengekommen. Wir haben halt gesagt, ja, wir haben jetzt hier 160 Quadratmeter Büroräume, wir brauchen Möbel, bitte spendet uns Büromöbel und das kam quasi mehr oder weniger LKW-weise. War einfach überwältigend. Also wir konnten das gesamte Büro bis auf einen Geschirrspüler und einen Kühlschrank mehr oder weniger mit gespendetem Mobiliar und gespendeter Arbeitskraft einrichten. Unglaublich. Sehr cool. Dann gab es ein Barcamp in Vorbereitung auf unsere Generalversammlung. Das war dann schon in der Mitte des Jahres. Das Barcamp hatte so ein bisschen, war mehr oder weniger so ein Diskussionspuffer im Vorfeld, weil es war unsere erste Generalversammlung. Wir wussten nicht genau, wer kommt und was die alles besprechen wollen. Deswegen dachten wir uns, dann nehmen wir uns einfach mal einen ganzen Tag vorher Zeit, sodass sich halt Leute auf die verschiedenen Themen verteilen können, die sie wirklich interessieren und die auch ohne großen Zeitdruck ausdiskutieren können. Und der Plan war, dass wir dann direkt im Anschluss an das Barcamp, was genau einen Tag vor der Generalversammlung stattgefunden hat, damit das alles an einem Wochenende passieren kann, dass wir dann am Abend die Ergebnisse aus den ganzen Sessions zusammenfassen und daraus einen Bericht machen, der in der Nacht noch an alle Mitglieder geschickt wird. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also wir konnten dann den Mitgliedern so ein ungefähr 20-seitiges Pamphlet schicken, wo dann schon mal so zusammengefasst war, was muss man beachten, wenn man ein Tarifsystem aufstellt, wie sollen die Gelder verteilt werden, wie können wir an neue Mitglieder kommen und so weiter. Diese ganzen zusammengefassten Ergebnisse findet ihr auch auf unserer Homepage C3SCC im Anhang an den Geschäftsbericht von 2013, den wir dann auch erstellt haben. 20 bis 40 kleine Schritte, bis ich da ankomme. Hui. So, und in der gleichen Nacht, als dieser Bericht entstand, haben wir dann auch noch nach etwas alkoholischem Getränk den Plan gefasst, dass wir dringend ein eigenes Label brauchen. Und die C3S hat dann ein eigenes Label gegründet, sodass wir unseren Mitgliedern dann auch einen Labelcode zur Verfügung stellen können für alle, die do-it-yourself organisiert Musik machen wollen, aber kein Label haben, ist das sehr praktisch, weil dann die Musik halt auch im Radio gespielt werden und abgerechnet werden kann. Ja, und am nächsten Tag fand dann unsere Generalversammlung in Köln statt, im historischen Milowitsch-Theater. War ein sehr gediegenes Ambiente, um so eine Veranstaltung zu machen. Also auch wirklich eine großartige Veranstaltung. Es gab sehr, sehr viel positives Feedback von unseren Mitgliedern und das ist für uns immer unglaublich wichtig, dass wir da nicht irgendwie so einen Tunnelblick kriegen und nur noch vor uns hin diskutieren, sondern dass wir halt immer wieder auch Feedback brauchen von außen, von den Menschen, die wir da tatsächlich vertreten wollen. Und das konzentriert sich dann natürlich auf so einer Veranstaltung, wenn dann wirklich auch viele Leute anwesend sind und man den ganzen Abend mit verschiedenen Leuten redet, sodass man quasi mehr oder weniger überschwemmt wird von Feedback. War großartig. Und wir freuen uns auf die nächste Generalversammlung, die im Juni stattfinden wird. Den Ort wissen wir diesmal noch nicht, aber wir wissen diesmal halt wenigstens ein halbes Jahr vorher schon mal den Zeitpunkt. Ich glaube 13. 14. Juni. Genau. Und diesmal wird es auch eine dicke Party mit Live-Musik geben und so, damit mehr Musiker kommen, weil die kann man mit so, sag ich mal, rein theoretischen Gesprächsrunden und Vortragsreisen nicht so richtig gut erreichen, haben wir festgestellt. Deswegen diesmal Schwerpunkt auf, lass uns ein bisschen feiern und Musik machen und danach unterhalten wir uns nochmal. Das wird im Juni stattfinden, genau. Ja,
dieses Crowdfunding-finanzierte Projekt, also wo diese Fördermittel dran hängen, hatten wir ja schon erwähnt. Problem ist, dass wir eine ganze Menge an laufenden Kosten haben. Also zum Beispiel die Miete für das Büro, wir brauchen jemanden, der die Buchhaltung macht, wir müssen ein Telefon bezahlen, wir müssen die ganzen Webservices hosten, die wir haben, die Mailinglisten und so weiter und die Seiten natürlich. Und wir brauchen gehostetes Material, um unsere Entwicklung verteilt zu machen und so weiter. Und all diese Kosten können entweder gar nicht oder nur zum geringen Teil aus diesem Fördertopf bezahlt werden, weil dieses Geld eben projektgebunden ist. Das heißt, wir können nur diesen Teil der Softwareentwicklung davon bezahlen und dürfen die Gelder nicht anderweitig für Raummiete oder eine Buchhaltungskraft oder so etwas einsetzen. Wir haben das dann durchgerechnet und brauchen im Monat ungefähr 3.700 Euro, was für so ein Projekt, was wir da gerade aufziehen, jetzt nicht utopische Beträge sind, aber es ist halt Geld, was irgendwie reinkommen muss. Und weil wir noch keine Mitgliedsbeiträge erheben, weil wir die Idee irgendwie ein bisschen schräg finden, von unseren Mitgliedern Geld zu verlangen, obwohl wir noch gar keinen Service anbieten können, haben wir einen Aufruf gemacht, dass doch Menschen, die das Projekt finanziell unterstützen wollen, einfach einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag zahlen sollen, indem sie uns einen Dauerauftrag einrichten. Wir haben dann halt so eine Kampagne gelauncht, die heißt Sustain, die läuft auch nach wie vor. Findet man unter Sustain C3SCC. Und im Augenblick haben wir 75 aktive Menschen, die uns monatlich Geld überweisen. Und dabei kommen halt, wie man hier sieht, aktuell etwas über 1.000 Euro jeden Monat zusammen. Das heißt, ein ziemlich großer Teil von diesen laufenden Kosten wird im Augenblick schon von diesen Sustainern gedeckt. Was auch wieder einfach ein sehr, sehr großartiges Signal aus der Community ist, dass man halt wirklich daran interessiert ist, dass wir halt dieses Projekt weiter fortführen. Ja, und dann kommen wir mal zu dem, was wir da gerade entwickeln. Und dann wird sich auch Markus mal ein bisschen mit uns darüber unterhalten, was wir tun und wie das so technisch aussieht. Also wir lüften hier auf diesem Kongress zum allerersten Mal so ein kleines bisschen den Vorhang. Wir durften in der Vergangenheit immer nicht so richtig sagen, was wir eigentlich machen in diesem Entwicklungsprojekt, weil es ja, wie gesagt, diesen innovativen Kern gibt. Wir werden jetzt hier auch noch nicht alles im Detail erklären, was da passieren soll, aber wir wollen euch zumindest schon mal verraten, was da so an Idee gerade passiert und einen kleinen Einblick geben. Es geht um Micropayment bzw. Microdonations in diesem Fall. Wir bauen einen Prototyp, der das umsetzt und dann in ein, zwei Monaten in die Beta-Testphase geht, wo man dann halt teilnehmen kann und das ausprobieren kann. Microdonations funktionieren normalerweise so, ihr kennt das wahrscheinlich vornehmlich unter dem Schlagwort Flatter, dass man einen monatlichen Betrag irgendwo hinlegt an irgendein Unternehmen oder irgendein Projekt, was das macht, sagen wir mal 5 Euro im Monat, und dann besucht ihr Seiten oder Blogs, die ebenfalls ein Konto dort haben, und klickt dann dort auf einen Button und sagt, ja, das finde ich gut. Und am Ende des Monats wird dann der Betrag, den ihr dort hinterlegt habt, aufgeteilt an diese verschiedenen Seiten, die dort, wie gesagt, ebenfalls ein Konto haben. Und unsere Idee war, dass es doch eigentlich dann total naheliegend ist, weil es ja auch wirklich, es gibt ja Leute, die über solche Microdonation-Systeme wirklich substanziell gefördert werden von ihrer Community, sowas eben auch für Musiker anzubieten. Das heißt, dass man, dass wir quasi als Genossenschaft einen Topf aufmachen können, wo man dann halt einen monatlichen Betrag hinterlegen kann, und so ähnlich wie mit einem Last.fm, Scrobbler oder sowas, wenn man das möchte, halt sagen kann, was man sich für Musik angehört hat mit seinem Lieblingsplayer, und am Ende des Monats dann eben dieser Betrag an die Musiker verteilt wird, deren Musik man sich angehört hat. Das ist, wie gesagt, das, woran wir gerade bauen. Und so sieht das aus, wenn wir es bauen. So sieht es halt in unserem Büro aus. Und dann machen wir so Wochenend-Sessions. Also das Tolle an dem Büro ist, wir sind über ganz Deutschland verteilt, und wenn wir uns treffen wollen, würden da logischerweise dann auch viele Hotelkosten anfallen. Deswegen haben wir uns das Büro so ausgewählt, dass halt viel Platz ist, dass wir da ein Bett haben, dass wir eine Dusche haben, dass wir eine Küche haben, sodass man da halt auch wirklich übernachten kann. Und am Ende von so einem Wochenende sieht es dann ungefähr so aus, überall vollgeschriebenes Papier, es wird viel diskutiert bis spät in die Nacht, damit halt auch wirklich was Ordentliches dabei rauskommt am Ende.
Ja, Markus, wie entwickeln wir das denn? Wir entwickeln hauptsächlich mit Python, also das System der Verwertungsgesellschaft, das wir aufbauen, verwendet derzeit das ERP, also ein Enterprise Resource Planning Framework, das Triton heißt, das auch in Python funktioniert. Und das verwenden wir als Grundlage für all die Funktionalitäten, die wir für als Gesellschaft, als Verwertungsgesellschaft speziell brauchen, die wir dazu programmieren. Die Entwicklungssprache ist bei uns dann auch Python mit Pyramid als Web-Framework. Und das ist die Entwicklung. Es gibt, Mike hat ja das, die Micro-Donations angesprochen. Das ist ein Teil der Entwicklung, die wir machen. Das ist der Teil, der über die Eigenmittel und über die Förderprojekte finanziert wird. Es gibt aber daneben auch noch andere Teile, die wir im Betrieb haben, die nicht dadurch finanziert werden können, weil das nicht Teil des Förderantrags war. Darunter fallen zum Beispiel das Sustain-Projekt, das Mike gerade auch erwähnt hat, oder auch das Membership, wie wir das nennen. Das ist zum Beispiel die Seite, wenn man auf yes.c3s.cc geht, wenn man Mitglied werden möchte und dort seine Daten hinterlegt, dann wird das Ganze natürlich verarbeitet, in einer Datenbank hinterlegt, da werden PDF-Dokumente generiert und das sind alles Dinge, die auch entwickelt werden müssen. Da bin ich Teil der ehrenamtlichen Entwickler, die sich da engagieren und möchte auch dazu aufrufen, dass sich andere Leute beteiligen. Ich sage noch ein bisschen was zu unserer Arbeitsweise. Mhm. Also es ist auf keinen Fall erforderlich, dass Freiwillige sich dazu irgendwie verpflichten müssen, 20 Stunden die Woche für die C3S zu arbeiten. Das geht für die meisten Leute halt nicht. Es ist völlig ausreichend, wenn man vielleicht 2 Stunden, vielleicht 4 Stunden mal 10 die Woche Zeit hat, um ein bisschen was zu programmieren, zu entwickeln, mit den Leuten zu reden. Da kann man sich schon gut beteiligen bei uns. Was nicht so gut ist, wenn man Leute hat, die mit Enthusiasmus erstmal ins Team kommen, am Anfang sehr viel reden und dann auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Mit denen können wir halt leider nicht so viel anfangen. Die Koordination passiert bei uns viel über Mailinglisten, über die wir übrigens verschlüsselt kommunizieren. Wir haben Telefonkonferenzen, die wir gelegentlich halten. Wir halten Dokumente, Arbeitsergebnisse in Etherpad und im Wiki fest. Es gibt Chili Project als Projektmanagementsystem, wo Tickets angelegt werden und verfolgt werden, abgearbeitet werden. Das sind so die Tools, die wir im Einsatz haben, wo man sich einbringen kann und wie das Ganze koordiniert wird. Genau, ich würde an der Stelle mal, wir haben gerade erwähnt, Verschlüsselung und so, das nehmen wir schon von Anfang an sehr ernst. Bei uns wird die interne Kommunikation komplett verschlüsselt und wie wir ja glücklicherweise erfahren haben, funktioniert PGP auch nach wie vor. Deswegen möchte ich gerne mal die Gelegenheit nutzen, den Fingerprint von unserem Infoschlüssel zu verlesen, damit Menschen, die uns verschlüsselt schreiben wollen, wissen, dass das der richtige Key ist. Also nicht geschockt sein. 084A 1D48 A31B C872 DEF5 BB6C D647 F126 4C4E CD7F. Vielen Dank. Super. Jetzt auch für immer festgehalten für die Nachwelt. Und auch wirklich schön, dass noch nicht alles kaputt gegangen ist. Dann kann ich nochmal unterstreichen, was hier schon gesagt wurde. Beteiligt euch, macht mit. Ne? Wir brauchen eure Unterstützung nach wie vor. Weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Projekt ist unheimlich zeitaufwendig. Und wenn man keine Einnahmen generiert, natürlich auch keine Löhne auszahlen kann, macht das jeder von uns halt wirklich in der Zeit, die ihm noch übrig bleibt. Und je mehr wir sind, desto besser kriegen wir das hin und desto eher werden wir damit auch fertig. Also wir haben jetzt angepeilt, dass wir dieses Jahr noch komplett durchackern werden, damit wir dann am Ende des Jahres hoffentlich den
Antrag beim DPMA stellen werden können. Er meinte 2015. Ja, also nicht den letzten Tag morgen, sondern das ganze Jahr, was darauf folgt. Genau, und wie geht's denn dann weiter, Mike? Ja, für das nächste Jahr, was so auf der Agenda steht. Zum einen haben wir auf der Generalversammlung so ein paar Themen, die auf dem Barcamp schon so ein bisschen vordiskutiert wurden, in Kommissionen ausgelagert, die jetzt mit Beginn des Jahres dann auch wirklich verstärkt in die Arbeit gehen sollen, damit sie Grundlagen, also am besten Beschlussvorlagen mit Informationen für die nächste Generalversammlung ausarbeiten können. Das heißt, es gibt Kommissionen, um Tarifsystem aufzustellen, um die Gelderverteilung zu regeln, einen Wahrnehmungsvertrag auszuarbeiten, den man dann mit uns abschließen kann, um dann tatsächlich auch Werke vertreten zu bekommen. Es soll auch Mitgliedsbeiträge geben. Wie, in welcher Form das umgesetzt wird, darum kümmert sich eine weitere Kommission. Unsere Idee ist, dass das in Relation zu den tatsächlichen Lizenzausschüttungen passieren soll, damit es halt für niemanden ein Minusgeschäft ist. Und eine Kommission soll sich auch um den Mitgliederausbau kümmern. Ich sehe, da fehlt ein L. Gut, dass man das nicht hört. Wie schon erwähnt, findet am 13. und 14.06. die nächste Generalversammlung statt, an einem noch geheimen Ort. Den Zulassungsantrag hat Bruder auch gerade schon erwähnt. Das heißt, wir werden Ende nächsten Jahres dann tatsächlich diesen Antrag stellen und hatten jetzt im Dezember nochmal die Gelegenheit, beim Patent- und Markenamt genau abzufragen, ist das ein realistischer Zeitplan und geht das mit unserer Satzung und so weiter. Das sieht alles sehr gut aus, war ein sehr gutes, konstruktives Gespräch. Also das vor allen Dingen auch mal eine Botschaft an viele Menschen, die uns immer wieder sagen, ja, wenn ihr das dann versucht, das DPMA würde ich sowieso nicht zulassen, weil die dann irgendwelche Gründe finden, warum es nicht geht. Das sieht von Anfang an nicht so aus und nach wie vor nicht so aus. Die sind sehr konstruktiv und auch sehr hilfsbereit, wenn wir da Fragen haben. Und zwei Projekte, die wir nächstes Jahr gerne noch in Angriff nehmen wollen, obendrauf, wir haben ja sonst nichts zu tun, ist zum einen eine Vereinfachung des Live-Reportings für Veranstalter. Die müssen ja nach wie vor, solange wir noch gar keine Zulassung haben, ihr Material bzw. ihre Veranstaltung bei der GEMA melden und dann am Ende auch sagen, was sie da für Titel genutzt haben, weil die GEMA sonst nicht weiß, wem sie das Geld auszahlen soll. Bei Live-Konzerten findet das heute vielfach immer noch auf Papier statt, dass dann halt jede Band, die aufgetreten ist, am Ende eine sogenannte Musikfolge mit Kugelschreiber ausfüllen muss und dann geht das dahin und es muss jemand abtippen. Das möchten wir gerne ein bisschen automatisieren, damit das erstens nicht so anstrengend ist und es zweitens mehr Leute machen und es drittens auch zuverlässiger funktioniert. Und nächstes Jahr wird der Musikwettbewerb, aus dem dieses gesamte Projekt irgendwann mal hervorgegangen ist, nämlich der Open Music Contest, 10 Jahre alt. Und aus dem Anlass möchten wir gerne quasi zum Jubiläum und um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für die C3S den 5. Open Music Contest nächstes Jahr stattfinden lassen. Und für diese beiden Spezialprojekte sammeln wir eben gerade auch noch Gelder über dieses Wintervorrat-Projekt, das ich gerade schon erwähnt habe und was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte, damit es auf jeden Fall niemand vergisst. Füttert unseren Wintervorrat und kauft mehr Merchandising. Wir haben noch ganz viele T-Shirts da und wir möchten sie nicht mit nach Hause nehmen. Unser Shop vorne an der Assembly ist noch frei. Wir haben ein wunderschönes neues Motiv mit, dieses I Adore Music in Jacke und in T-Shirt. Wenn euch kalt ist, wir können euch wärmen. Kommt vorbei. Das wäre es von meiner Seite, Herr Bruder. Ah, ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen, was wir gerade so machen und was wir im letzten Jahr getrieben, also in diesem Jahr getrieben haben und was wir im nächsten Jahr so vorhaben. Was ist denn jetzt genau eigentlich der Plan für, ich sag mal, für die Services? Also du hast ja erzählt, wir haben ein Label auch gegründet, um Mitgliedern einen LC-Code zur Verfügung zu stellen. Also nochmal ganz kurz, es ist ja so, dass viele Musiker, die sich selbst vermarkten und auf eigene Faust losziehen, natürlich dann nicht unbedingt die Kohle haben, eine Promo-Firma zu bezahlen oder unter Umständen auch keinen Deal bei einem Label haben und so.
Das heißt, dieses Label ist dazu da, um sozusagen die Infrastruktur zu liefern, um eine Abrechnung zu ermöglichen für Musikerinnen und Musiker. Ne? Also sprich, wenn das Zeug gesendet wird oder live aufgeführt wird oder an allen Stellen, wo, sag ich mal, Tantiemen anfallen, den Musikern und Musikerinnen die Möglichkeit zu bieten, diese Abrechnung auch zu machen und so. Ne? Was mich noch interessieren würde, die Tatsache, dass in Deutschland ein Monopol existiert für die GEMA, was kein staatliches Monopol ist, sondern ein faktisches Monopol, dadurch, dass die GEMA halt die einzige Verwertungsgesellschaft für Musik ist in dem Bereich in Deutschland. Das heißt ja, dass sozusagen die Creative Commons Künstler komplett leer ausgehen. Mhm. Also im Endeffekt ist das doch auch markttechnisch betrachtet oder wie auch immer ein ziemliches Unding, sage ich mal. Ne? Also die GEMA kassiert sozusagen Gelder ein von Leuten, die nicht Mitglieder in der GEMA sind. Und diese Creative Commons Künstler haben überhaupt gar keine Möglichkeit, an dieses Geld ranzukommen. Müsste da nicht das DPMA zum Beispiel eigentlich auch mal tätig werden, dadurch, dass, ich meine, die sind ja die staatliche Aufsicht. Ja, der offizielle Weg wäre dann wahrscheinlich eine Beschwerde beim DPMA einzulegen und das, also das DPMA ist nicht nur die Staatsaufsicht, sondern dann auch die Schiedsstelle, die für solche Beschwerden zuständig sind und da gehen auch jedes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, 60 Beschwerden oder sowas ein. Das wäre der offizielle Weg, das hat wahrscheinlich einfach noch niemand gemacht. Es ist sicherlich auch schwer quantifizierbar, weil das ja dann in der Regel Fälle sind, wo gar nicht dokumentiert ist, dass es Creative Commons Musik war. Denn wenn das dokumentiert ist, dann braucht man für diese Werke auch keine Gebühr zu bezahlen. Wir haben ja gehört, dass von der Europäischen Kommission eine Direktive in Arbeit ist, um einen neuen Vorschlag zu machen, wie man denn das Urheberrecht europaweit ein wenig harmonisieren bzw. Ansatzweise reformieren könnte. Und soweit ich informiert bin, war da ja auch die Ansage, dass eine nicht kommerzielle freie Lizenz möglich sein muss für jeden für jede Musikerin und jeden Musiker, um sozusagen auf dieser Schiene auch Werke veröffentlichen zu können. Können wir davon ausgehen, dass sich da in nächster Zeit auch dann bei der GEMA was tut? Weil die unterstützen ja bisher nach wie vor keine freien Lizenzen. Ne? Ja, das weiß man jetzt noch nicht so genau, wie das aussieht. Also in dem Fall muss diese Direktive erstmal in nationales Recht überführt werden. Das heißt, es muss der Bundestag das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz dann wahrscheinlich an der Stelle irgendwie ändern mit Hinblick auf diese Direktive. Und die Frist dafür ist, wenn ich recht informiert bin, April 2016. Bis dahin müssten wir also einen neuen Gesetzesvorschlag auf dem Tisch haben und dann wissen wir auch, wie Verwertungsgesellschaften in Deutschland damit in Zukunft umgehen müssen. Was da kommt, weiß im Augenblick auch das deutsche Patent- und Markenamt noch nicht. Das war auch ein Punkt, worüber wir bei dem Treffen jetzt im Dezember gesprochen haben, wo man uns auch schon mal gesagt hat, ja, wenn Sie Ende 2015 den Antrag stellen und der gut vorbereitet ist, dann kann es sein, dass Sie Anfang 2016 bereits zugelassen sind und dann in der Mitte 2016 nochmal ändern müssen und quasi das Zulassungsverfahren nochmal durchlaufen müssen, weil dann inzwischen die Gesetzeslage eine andere ist. Wo sich dann für uns eventuell die Frage stellt, beziehungsweise für unsere Mitglieder, ob wir dann nicht einfach noch ein paar Monate warten und nur einmal zulassen lassen, bevor wir das alles gleich zweimal machen. Aber das Problem an der Stelle ist, dass man halt erst, wenn der Gesetzesvorschlag da ist, beziehungsweise wenn das Gesetz dann tatsächlich verabschiedet ist und rechtskräftig ist, dass man erst dann weiß, was man tatsächlich machen muss. Also ob wir dann überhaupt Änderungsbedarf haben in der Satzung oder nicht. Oder ist es eine bessere Möglichkeit, doch schnell zuzulassen, damit man Bestandsschutz genießt und dann sich vielleicht nicht so schnell beeilen muss, um alles umzusetzen, was da drin steht. Wobei im Grundsatz wir ja sowieso sehr überrascht waren, als wir diese Direktive gelesen haben, dass da eigentlich alles drinsteht, was in unserer Satzung sowieso schon drinsteht. Also deswegen mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen, dass wir da irgendwelche Probleme mit dieser Direktive kriegen. Also das sind dann, wenn, wahrscheinlich Detailänderungen an einzelnen Punkten. Wunderbar. Eine Frage, die vielleicht auch noch einige Leute interessiert. Warum habt ihr euch als europäische Genossenschaft gegründet? Ja, also grundsätzlich ist
Der europäische Teil war mehr oder weniger hauptsächlich ein politisches Signal, weil die Verwertungsgesellschaft am Ende in ganz Europa arbeiten können soll. Und wir eben auch an die europäischen Nachbarn das Signal senden wollten, dass wir halt wirklich von Anfang an europäisch denken und nicht jetzt einfach nur eine deutsche Alternative für die GEMA werden wollen. Und wir haben auch Mitglieder in mehreren anderen europäischen Ländern und in Spanien zum Beispiel gibt es etliche Leute, die sehr interessiert daran sind, dann die C3S auch nach Spanien zu bringen. Und in Österreich und in der Schweiz gibt es da erste Bestrebungen. Also da geht schon einiges. Die Genossenschaft als solches, da verstehe ich die Frage immer nicht, weil ich das total natürlich finde, eigentlich so ein Ding wie eine Verwertungsgesellschaft, wo sich Menschen, die kreativ sind, zusammentun, um gemeinsam ihre Werke zu verwerten. Da weiß ich gar nicht, warum man da einen Verein für gründen sollte, sondern eine Genossenschaft ist irgendwie das Modell, was dafür mehr oder weniger geschmiedet wurde. Deswegen waren wir auch sehr überrascht, herauszufinden, dass es noch keine andere Verwertungsgesellschaft in Deutschland gibt, die sich als Genossenschaft organisiert hat. Ja, es ist natürlich auch, das könnte damit zusammenhängen, dass natürlich in dem Moment, wo alle mitbestimmen und die ganze Geschichte groß wird und immer mehr Mitglieder hat, dass viele vielleicht sich davor scheuen, dann zu sagen, ja, oh Gott, dann haben wir ja irgendwie endlose Grundsatzdiskussionen und lalala. Und je weniger Beteiligung, desto besser, könnte ein Grund dafür sein. Aber ich sehe das genauso wie du. Also ich finde auch, es ist, wenn man etwas gemeinsam machen möchte in der Community mit den Leuten zusammen, dann ist es natürlich sehr wünschenswert, dass es eine basisdemokratische Grundstruktur gibt, auf der sich alle auf Augenhöhe begegnen können. Wie wollt ihr denn mit den Leuten, die jetzt nicht unbedingt Mitglied in der C3S oder in irgendeiner anderen Verwertungsgesellschaft sind, zusammenarbeiten, weil es ist ja schon so, dass ihr möglichst einen breiten Konsens anstrebt. Ne? Also eben mit Clubbetreibern, mit Konzertveranstaltern, mit Plattenfirmen, mit Verlagen oder was auch immer so aus der ganzen Musikindustrie da für Akteure zusammenkommen. Wie wollt ihr denn da den Dialog gestalten? Wir glauben tatsächlich an diese verrückte Idee, dass es hilft, wenn man gleich von Anfang an miteinander redet und dann ein Konzept ausarbeitet, mit dem alle leben können. Ob das dann tatsächlich am Ende immer funktioniert, wird sich zeigen müssen, aber das ist erstmal der Default, von dem wir ausgehen. Deswegen ist es bei uns möglich, nicht nur als dann nutzender Musiker Mitglied zu werden, sondern man kann auch Genossenschaftsanteile zeichnen, wenn man mit Musik überhaupt nichts zu tun hat oder wenn man zum Beispiel Clubbetreiber ist oder irgendwie einen Musikverlag hat, aber selbst keine eigenen Urheberrechte dann vertreten will, sondern dann allenfalls vielleicht Verlagsrechte in Betracht wären. Und das Wichtige an der Stelle ist, dass man dann als so ein investierendes Mitglied auch ein Diskussionsrecht und ein Anwesenheitsrecht bei der Generalversammlung hat. Also man wird da ganz normal als Mitglied dann geführt, kann auch in Kommissionen zum Beispiel mitarbeiten. Diese Kommission, die wir jetzt gerade gegründet haben, da haben wir dann einfach, wenn es um Tarife geht, ein großes Interesse daran, dass da nicht nur die Musiker sitzen und sich ausdenken, was sie gerne haben wollen, sondern halt gleich auch die andere Seite da sitzt und mitdiskutiert aus der Perspektive, was sie gerne geben wollen. Und unser Eindruck ist auch, dass es da keine 0-Euro-Mentalität gibt, sondern dass tatsächlich auch die ganzen Lizenznehmer sehr wohl bereit sind, etwas zu bezahlen. Und wir hoffen mal, dass das aufgeht, dass halt wirklich, wenn man von Anfang an in so einem Dialog ist, sich dabei auch was Besseres finden lässt, als die Verwertungsgesellschaft veröffentlicht Tarife und dann klagt jemand und dann geht es vor Schiedsgericht und dann dauert es 3 Jahre und in den 3 Jahren weiß keiner, was eigentlich nach den 3 Jahren womöglich alles noch an Nachzahlungen ankommt. Das ist so unser Konzept. Lieber gleich miteinander reden. Super Sache. Also nochmal, ne? Macht mit, beteiligt euch. Das heißt nämlich auch, dass nicht nur die ganzen Leute aus dem Musikbusiness irgendwie da das Ganze gestalten und miteinander reden, sondern vor allem eben auch diejenigen, die Musik hören. Ja, also die Leute, die auf die Konzerte gehen, die Bands supporten wollen, die sie gerne hören und so. Also wirklich auch die User sozusagen. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Das hat man ja auch wieder gesehen, als die Europäische Union diese Umfrage gestartet hatte. Was ist denn eigentlich falsch mit einem Copyright bzw. mit einem Urheberrecht? Was wünscht ihr euch denn? Das hatten wir ja auch auf dem Vortrag gestern gesehen. Oh, jetzt fällt mir Ihr Name nicht ein. Na, egal.
wird nachgereicht, dass über die Hälfte der Antworten tatsächlich von Leuten kamen, die eigentlich nicht in erster Linie was mit Musik zu tun haben, außer dass sie gerne Musik hören. Und die wollen wir natürlich auch einbeziehen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr euch meldet bei uns und eure Meinung sagt und uns erzählt, was ihr euch denn so vorstellt darunter, wie das laufen sollte mit der Musiknutzung und mit der Privatkopie zum Beispiel oder mit der Vervielfältigung von Musik-CDs, die man selber gekauft hat oder sich runtergeladen hat und so. Ne? Also das interessiert uns. Ihr könnt euch wenden an uns über die Adresse info@c3scc und könnt uns alles fragen oder Anregungen uns schicken, wie ihr euch das wünscht, wie eine Verwertungsgesellschaft in der Form, wie die C3S sie gerade gründet, denn arbeiten soll. Ne? Und Beteiligung ist das große Schlagwort. Ne? Macht mit, ist hier Graswurzel-Style. Ich habe ja eh den Eindruck, dieser Kongress dieses Jahr ist sehr politisch. Gefällt mir gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass das unsichtbare Komitee hier einen Vortrag gehalten hat. Auch wenn der Kollege sehr schnell geredet hat, weil er sehr aufgeregt war. Aber ich fand das äußerst erfreulich. Ganz zu schweigen von dem tollen Vortrag von Jacob und Laura, der auch sehr intensiv war. Ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen. Wenn nicht, guckt es euch an. Es ist fausthoch an dieser Stelle, kann ich nur sagen. Bruder, wann hattest du eigentlich Zeit, dir Vorträge anzugucken? Ja, ich bin gerade total neidisch. Ich habe so gut wie nichts gesehen. Ich habe immer geguckt, wenn du gerade wieder fett im Gespräch warst und nicht gemerkt hast, dass ich mich gerade davonschleiche, habe ich mich dann mal eben dünne gemacht. Und so. Gibt es denn von euch, von eurer Seite, eine Frage oder so, die ihr uns gerne stellen möchtet an dieser Stelle? Gibt es hier sowas wie so ein Kamerakind oder so? Da gibt es ein Mikrofon. Da ein Saalmikrofon. Ja. Gibt es sowas? Super. Okay. Hat denn jemand eine Frage? Oder möchte noch was singen? Nee, sieht nicht so aus. Alle platt. Super, gibt es denn noch was, was ihr gerne sagen möchtet, bevor ich hier die tolle Musik abfahre? Wir haben jetzt noch 19 Minuten oder 18 Minuten und 10 Sekunden. So viel Musik hast du mitgebracht? Nö, die müssen wir nicht komplett ausnutzen. Wir können ja auch ein bisschen Meet and Mingle mäßig hier auf der Bühne tanzen. Ich möchte gerne noch darauf hinweisen, dass es bei uns an der Assembly frisch gebackenes Brot gibt, das sehr lecker ist. Kommt vorbei, esst Brot. Ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal von unserer Seite. Wir wollen uns gerne nochmal bedanken beim Sendezentrum, dass wir diesen Slot hier bekommen konnten, so kurzfristig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Technisch war auch alles astrein. Sehr gut. Jetzt muss mir nur jemand hinterher erklären, wie dieses Podlove funktioniert, weil Flow FX sitzt in Mexiko. Und da ist es jetzt, glaube ich, 7 Uhr morgens. Der ist, glaube ich, noch nicht so richtig zur Verfügung stehend. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke Mike, Markus, für eure Einblicke und Erläuterungen. Und damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat, nochmal. That was volume 11. I want everybody in the place to raise the roof. Studio supplies the main ways to move. So you want to get high, it's time to face the truth. You got 364 more days to groove. Yeah. I can flow forever. I can flow forever. Feuer euch jetzt hier hinter der Musik versteckt. Das ist erstmal euer Applaus. Vielen Dank.